Ein Weltmeister beim Konditionstraining. Alexander Pusch, der weltbeste Degenfechter, bereitet sich in Tauberbischofsheim, dem Bundesleistungszentrum der deutschen Fechter, auf die Olympischen Spiele in Montreal vor. Täglich trainiert der 20-jährige technische Zeichner unter der Anleitung von Bundestrainer Beck. Beck rechnet sich für seine Olympiakämpfer im Einzel- und Mannschaftsfechten gute Chancen aus. Denn die bundesdeutschen Degensportler haben sich wieder zur Weltspitze durchgekämpft. In den letzten beiden Jahren wurden sie Vize-Weltmeister im Mannschaftsfechten. Zu einem letzten Kräftemessen vor den Olympischen Spielen hatten die deutschen Fechter die Besten der internationalen Konkurrenz geladen. Beim Sieben-Nationen-Cup im Mannschaftsfechten stand Alexander Pusch im Mittelpunkt des Interesses. Der Juniorenweltmeister des Jahres 1974 und Weltmeister der Herren 1975 zeigte, dass er nichts von seiner gerühmten Reaktionsschnelligkeit verloren hat. Die blitzschnellen Bewegungen der Kämpfer überfordern das menschliche Auge. Die aufleuchtende Birne zeigt einen Treffer an. Sie ist durch eine Schnur mit dem Fechter verbunden. Trifft er mit der Degenspitze die metallisierte Weste seines Gegners, wird ein elektrischer Kontakt ausgelöst. Zu den Höhepunkten der Degenduelle in Tauberbischofsheim zählte die Partie zwischen Pusch, rechts im Bild, und dem Schweden Göran Malka. Pusch gewann diese Partie. Doch in der Mannschaftswertung erlebten die Deutschen einen vorolympischen Reinfall. Hinter Schweiz, Schweden und Rumänien wurden sie überraschend nur Vierte.